So, und wir sagen guten Morgen Michael und guten Morgen Tom. Morgen. Hallo. Schönen Morgen. Guten Morgen. Der Energy Freundschaftstest. Unsere letzten beiden Kandidaten um den Kampf für die Reise nach Texas. Der Energy Road Trip, eine Woche. Mit dem großen Finale dann am Ende das Konzert, die Kings of Leon live in Austin. Meet and Greet und vorneweg die Reise. Ihr kennt euch so gut, dass ihr sagen könnt, unabhängig voneinander gefragt, wisst ihr so gut übereinander Bescheid, dass wir euch alles fragen können. Auf jeden Fall, ja, sicher. Wie lange kennt ihr euch? 15 Jahre so. Ja, ungefähr, würde ich auch sagen. Und ihr seid aber sehr unterschiedlich, gell? Der eine mehr so der Intellektuelle, sieht so ein bisschen aus wie Harry Potter. Der andere so die Sportskanone, so kanadischer Hubschrauberpilot mäßig. Ich bin so ungefähr, ja. Aber trotzdem, ihr seid doch irgendwie sehr unähnlich und liebt euch trotzdem. Ja, wir lieben uns, ja. Genau, das passt ja dann auch. Mhm. Gegensätze ziehen sich an. Gut, also Harry Potter versus the Canadian Helikopterpilot. Ich habe keine Ahnung, wie ein Helikopterpilot aussieht aus Kanada. Ich habe noch nie einen gesehen. Du siehst auch nicht aus wie einer, deswegen. Indra wieder mit ihren... Du musst halt mal deine Fantasie spielen. Das ist so also die Anmachsprüche, oder? Du erinnerst mich an einen kanadischen Hubschrauberpiloten. Das erzähle ich jedes Jahr auf der Wiese. Ja. Und dann erzähle ich, dass ich Delfintrainerin bin. Also ihr beiden. Tom, ich bitte dich, das Studio zu verlassen. In dem Fall, der kanadische Hubschrauberpilot fliegt in diesem Moment aus dem Studio und Harry Potter bleibt hier. 5 Fragen an dich, die wir gleich mit Ja-Nein beantwortet bekommen von dir. Es sind knifflige Fragen und es sind Fragen, die sie in sich haben werden. Okay. Du musst nicht nur die Hosen runterlassen, sondern auch die Socken. Okay. Es wird spannend. Alles klar. Gut, dann geht's gleich los. Der Energy Freundschaftstest am Freitagmorgen nach Calcha Candela. Der Energy Freundschaftstest. Die Energy Toast Show heute Morgen mit unseren letzten beiden Kandidaten, den letzten beiden noch Freunden. Wenn das Ergebnis gleich nicht stimmt, könnte sich das ändern. Es geht um den Energy Road Trip zu den Kings of Leon nach Texas. Eine Woche USA mit dem Konzert Meet and Greet hinten raus. 5 Fragen an Michael, dessen Freund Tom gerade vor der Tür steht. Michael, wie aufgeregt bist du auf einer Skala von 1 bis 2? 1,9. Okay. Ihr kennt euch richtig gut, oder? Dein Freund und du? Ja, also wir sind eigentlich fast jede Woche weg. Gut! Michael, hier kommen deine 5 Fragen. Jo. Frage Nummer 1. Es geht los. Hat Tom während der Wiesn schon einmal ein Taxi beschmutzt? Nein. Hat Tom schon einmal Zivilcourage gezeigt? Ja. Hat Tom schon mal über dich bei anderen Freunden gelästert? Nein. Kommt Tom bei Frauen besser an als du? Ja, das stimmt allerdings. Oh. Moi. Ja, der hat eine andere Masche. Hatte Tom diesen Monat schon Sex? Nein. Okay. Das sind 5 Antworten. Jetzt geht ja die Wiesn los, was? Danke, Michael. Wir holen Tom rein. Ja, jetzt kriegt er natürlich die Fragen auch gestellt. Dann wollen wir schauen, wie viele Übereinstimmungen es gibt. Und ob er wirklich diesen Monat noch keinen Sex hatte. Ah, Jungs, bin sehr gespannt. Der Energy Freundschaftstest. Mit Michael und Tom an diesem Freitagmorgen um 9.14 Uhr. Es geht um eine Reise nach Texas zu den Kings of Leon, unser Energy Roadtrip. So. Michael hat eben seine Antworten gegeben. Jetzt ist Tom da. Das Spiel heute zum großen Finale. Zum letzten Mal. Tom jetzt bei mir im Studio. Du warst eben draußen. Du hast keine Ahnung, wie dein Kumpel geantwortet hat. Du bekommst die gleichen Fragen. Und wir sind auf deine Antworten gespannt. Ja oder nein. Und dann werden wir die Übereinstimmungen zählen. Frage Nummer 1. Tom, kommst du bei Frauen besser an als dein Freund Michael? Ja. Völlig selbstlos. Ja. Hast du dich schon mal... Überlegt er auch gar nicht, gell? Ja. Tom, hast du dich schon mal über deinen besten Freund Michael bei anderen Frauen ausgelassen oder gelästert? Nein. Okay. Hast du schon mal Zivilcourage gezeigt? Ja. Hast du während der Wiesn schon einmal ein Taxi beschmutzt? Nein. Und die letzte Frage. Hattest du diesen Monat schon Sex? Nein. So, wie viele Übereinstimmungen? Indra, du hast mitgezählt. 5 Stück. 5 von 5? Hey! Hey!
Das ist großartig. Aber ich habe da trotzdem mal eine Frage. Wie kann das sein, dass du so unglaublich viel besser bei Frauen ankommst und diesen Monat noch keinen Sex hattest? Hattest du diesen Monat schon Sex? Nee, wir schwimmen uns ja für die Wiese. Genau. Ihr spart euch auf. Und warum kommst du besser bei Frauen an? Dein Freund sagt, der hat bessere Sprüche auf Lager. Vielleicht hat er ein Navigationssystem. Ja, was ist jetzt, was machst du denn da? Das würde mich jetzt mal interessieren. Was muss man denn da machen? Ja, das kommt spontan, also das kann man nicht so sagen. Ja, das kann man nicht so sagen. Ja. Also, Tom und Michael, unsere beiden letzten Finalistinnen, toi toi toi, auch ihr seid online auf der Seite münchen.energy.de. Und was habe ich gesagt? Finalisten habe ich gesagt. Nein. Habe ich falsch gesagt? Ja. Okay, Entschuldigung. Das ändert sich auch. Freunde. Und ja, also ins Netz schauen, münchen.energy.de, da gibt es dann auch nochmal die Videos.